So, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Blöckoba, wie wir dafür einschalten. Ja, heute habe ich aber wieder eine richtig lustige, kleine, aber richtig gemeine Mod mitgebracht. Heute möchte ich euch nämlich die Mob Cages Mod zeigen. Das ist eine Mod, mit der ihr auf sehr interessante Art und Weise Tiere einsperren könnt und diese somit ganz einfach von A nach B tragen könnt. Also ganz nützlich, ziemlich fies umgesetzt und diese werden wir uns natürlich heute ganz genauestens anschauen. Was heißt fies? Sie sehen schon ziemlich arm aus. Ich habe hier einige Tiere schon bereits gefangen. Selbst ganz kleine Tiere kann man sogar fangen. Oh, es tut mir so leid, aber ich werde die natürlich gleich allesamt befreien. Keine Sorge, die werden alle, also es wird kein Tier verletzt. Ja, das werden wir uns heute anschauen. Wir schauen uns Crafting-Rezepte und ähnliches an. Ich habe hier sogar extra einen Verein gegründet. Hier seht ihr es auch schon. Lecopas pfiffige eingesperrte Tierarten oder kurz Peter. Ja. Gut, wir gehen direkt mal hier zu den Tieren. Also man kann natürlich nicht alle Mobs einfangen. Man kann lediglich friedliche und vor allen Dingen auch Mobs einfangen, die man, ja, ich weiß nicht, also keine friedliche Spinne oder sowas, sondern wirklich eher hier Ozelots, Pferd natürlich, Wolf, Huhn, Schaf, Schwein oder die Kühe, die kann man ebenfalls damit einsperren, hat man hier vielleicht auch schon gesehen. Da ist die Mushroom-Kuh. Und, aber als allererstes braucht man natürlich so einen Käfig, den man sogar ganz einfach craften kann. Hier seht ihr es mit Woodplanks und Iron Bars craftbar. Der ist hier in dem Fall leer und damit können wir ganz einfach diese fangen. Ich werde das Ding einfach mal mitnehmen und wir brauchen natürlich hier so eine Art Crowbar, damit können wir diese wieder öffnen, diesen Käfig ganz einfach öffnen und das werden wir natürlich jetzt ausprobieren. Ja, ich habe hier schon ein paar Exemplare hier eingefangen, gucken, vielleicht finden wir hier zum Beispiel in freier Wildbahn, finden wir natürlich hier auch eine Kuh, ich hoffe, dass die keinem gehört, anscheinend, oder vielleicht dem Typen da hinten, ich weiß es nicht, einfach mal einen Rechtsklick ausgeführt und BÄM, schon habt ihr dieses Wesen ganz einfach eingesperrt. Das Ding wird natürlich ein bisschen minimiert und passt demnach dann perfekt in diesen Käfig rein und es hat perfekt reingepasst und wir können diesen jetzt ganz einfach mit uns herumtragen. Ah, so. Und dann irgendwo dann hier freilassen. Es wird auch angezeigt, was man da drin hat. Ihr seht jetzt auch schon Kau und die Gesundheit von diesem Viech. Ja, das ist quasi die Geschichte gewesen. Ich habe natürlich jetzt noch zwei Käfige, weil ich im kreativen Modus bin. Wenn ihr dieses Ding wieder befreien wollt, leider kann man das nicht drehen. Ihr könnt es also nicht wirklich zur Deko, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich nicht verwenden wollen. Also man kann es zumindest, wie gesagt, nicht drehen. Die gucken immer in diese eine Richtung. So, mit diesem Ding können wir das Ding ganz einfach wieder entsperren und dann ist die Kuh wieder frei. Lauf, du bist frei, bevor ich es mir anders überlege. So, nein, wir werden natürlich jetzt hier die ganzen Viecher befreien. Es gibt natürlich auch noch weitere. Achso, ich kann noch mal ganz kurz zeigen. Man kann natürlich auch kleine Viecher einsperren. Hier zum Beispiel das kleine, niedliche Schaf. So, jetzt haben wir es eingesperrt. Hat, glaube ich, sogar einen Zaun ersetzt. Das ist natürlich besonders gefährlich. Aber jetzt haben wir hier ein kleines Schaf eingesammelt. So, ich werde mal ganz kurz jetzt hier diese Viecher so ein bisschen befreien. Es gibt natürlich auch weitaus bessere Mods, die natürlich auch feindliche Mobs einsperren können. Zum Beispiel, ich habe hier sogar eine Kiste aufgebaut. Hier zum Beispiel die Pokéball-Mod. Damit kann man auch feindliche Mobs fangen. Also das ist gar kein Problem. Kann man wirklich sämtliche Mods mitfangen. Mobs mitfangen. Oder halt Gravity Gun, ebenfalls eine Möglichkeit, irgendwelche Mobs durch die Gegend zu tragen. Auf lange Strecken ist das aber ziemlich nervig, weil man sich irgendwie auch nicht wehren kann. Natürlich, wenn man die ganze Zeit hier dieses Ding vor Augen hat. Man kann maximal das Ding dann durch die Gegend schießen. Also das ist diese Gravity Gun auch schon des Öfteren ausprobiert. Es ist eine ziemlich kleine Mod, die auch zu ein paar Performance-Problemen in Minecraft führt, aber die Umsetzung ist schon mal gar nicht mehr so schlecht und vielleicht wird da ein paar Performance-Updates demnächst irgendwie geben. Ansonsten könnt ihr diese Mod ausprobieren, Link in der Videobeschreibung und falls ihr noch mehr Mods sehen wollt, dann könnt ihr gerne ebenfalls die Playlist anschauen, die ich hier einblende. Dort findet ihr nochmal alle Mods, die ich hier so vorgestellt habe. In diesem Jahr sind wirklich sehr interessante Sachen dabei. Gut, demnach war es das schon von mir. Das war der Lecopa mit der Mob Cages Mod. Bis demnächst, bis dahin und ciao!